Oh Mann, unser neues Zuhause. Und das erreichen wir ausgerechnet mit einem kleinen Ruderboot. Die Insel der Dämonen. Wie lange dauert das eigentlich, bis wir dort ankommen? Oder muss ich jetzt auch mal wieder A drücken? Entweder könnte es jetzt eine Weile dauern, bis wir dort ankommen. Oder ich drücke jetzt einfach mal den A-Knopf. Okay, ich musste den A-Knopf drücken. Ansonsten ist es jetzt noch... Warte mal, Dragon's Tunnel. Die versteckte Bucht. Interessant. Ach, what exertion. My muscles cry out. Listen, you. Me and the samurai here are the ones who rode the whole time. I feel like my arms are gonna fall off. Now, now, it's all right. So, Lady Sakuna, what should we do now? Good question. I'll petition the old man. Old man! Hey, Tama! Are you sleeping? So, we've arrived at last. This is undoubtedly the Isle of Demons. You truly are an old fart. You were clearly listening, so hurry and explain our next objective. I believe this cave continues to the heart of the isle, at which point it unfolds into a mountain pass. At its peak is the house where your mother lived. Let us head there first. Okay, got it. All right, mosey along, children of men! Yow! Not you. You're a bit too young. Kaimuru is with me. What about the rest of you lot? Why is no one moving? 'Cause the isle's full of demons, huh? Right, Kinta? Yui's right. Aren't gods supposed to protect us humans? Ugh, you cheeky little twerp. You're called Taoimon, correct? Is that sword at your hip a mere ornament? My humblest apologies. This blade may be of ancient and noble descent, but I myself have utterly no skill in swordplay. Once, when I drew it in dire circumstances, the handle slipped from my fingers. Princess... All right, fine. I shall go by myself. Then we will follow your lead. Na gut. Dann muss ich eben los. Warte mal, was ist das? Es gibt wie sonst bloß zwei Schwierigkeitsgrade. Also werde ich ehrlich gesagt diese beiden belassen. Gut, also wo geht es jetzt ehrlich gesagt hier raus? Okay, wir haben ein bisschen Holz gefunden und ein paar Pilze. Bin ja mal gespannt, ob wir das zum Essen benutzen können. Okay, der Drachentunnel. Part 1. Tja, auf dem Weg zu unserem neuen Zuhause hier. Gott! Und weg sind die dämonischen Kanigel! Mal sehen, Quick Attack. Okay, das Ganze hatten wir ja schon mal. So, die dämonischen Kanickel an sich sind bis jetzt noch nicht gerade so schwierig wie erwartet. Ah, warte mal. Oh, verdammt, was ist das denn jetzt? Da ein Biberdämon? Ah, verdammt nochmal. Zurück! Und falls sich jemand fragen sollte, wie ich ehrlich gesagt damit jetzt schon mal so gut umgehen kann. Mit ihrem, naja, Gewand oder Schal. Das hatte ich schon mal im Internet gesehen, also bei YouTube. Ein Trailer, wenn ich mich recht entsinne. Gut. Bisher ist das Ganze ja sowieso noch ein bisschen einfach.
verdammt nochmal, wieso wurde ich jetzt getroffen? Okay, verdammt nochmal. Sei erledigt. So. Verdammt nochmal, wo bin ich denn jetzt hier abgeblieben? Was macht so eine Tür bloß an einen Ort wie diesen? Wie seltsam. Tja, ich sollte vielleicht mal reinschauen. Demnächst. Okay, bis jetzt scheinen wir dort noch nicht reinzukommen. Bedeutet natürlich auch, dass wir irgendwann später diese Tür durchqueren können. Tja, und was jetzt hier? Auch nix. Ich hatte eigentlich auch schon mal gesehen gehabt, dass man auch diese Kanickel werfen, also dass man auch seine Gegner werfen kann. Aber davon habe ich ja bis jetzt ja noch nichts hingekriegt. Ah, wartet. Ja, man darf niemals die guten Karotten übersehen. Oder auch die guten Pilze. Man muss alles nehmen, was man kriegen kann. Identify yourself. You are not a demon. Are you a servant of Kamuhitsuki? Whoever you are, you will rot here for all eternity. What did you just say? How dare you threaten me, a high-ranking noble? Princess, he's... Do not interfere, old man. Keep your distance. Bear witness to the legacy. Oh, verdammt! Look again. Gotcha. Take that. Over here. Oh, verdammt! Over here. Look again. I see right through you. Over here. Look again. Okay, das läuft ja eigentlich. Ziemlich gut. Verdammt mal. I see right through you. You can't escape. Verdammt nochmal! Verdammt, der erwischt mich jetzt! I see right through you. You can't escape. I'm serious now. Das kann jetzt doch nicht das Ende gewesen sein. Ein Erdbeben. And a ferocious one at that. Where are you skulking off to? We are not done here. Slippery weasel. We may actually be headed to the same place. Tja, dann erstmal weiter im Text. Verfolgen wir das Wiesel. Aber ich vermisse wirklich hier eine Renntaste. Okay, wir sind ja sagt durch den Drachentunnel hindurchgegangen. Haben ja sagt ein bisschen Holz, ein bisschen Hasenfleisch. Dann hatten wir, glaube ich, auch noch Pilze eingesammelt. Wo sind die denn jetzt abgeblieben? Also wir haben ein paar Karottensamen gefunden. Dann ist auch noch Holz. Na, eigenartig. Aber mal sehen, wie groß ist denn das Gebiet hier?
Also aktuell würde ich mal sagen, das Gebiet ist ein bisschen groß. Ja, das Gebiet ist aktuell wirklich ein bisschen groß. Aber hey, wir werden das Ganze schon irgendwie hinkriegen. Tja, so ein Gebirgspass, der uns zum Zentrum der Dämoneninsel bringt. Und am Gipfel des, also und am Ende des Passes, des Weges, liegt also das Haus, wo Sakunas Mutter Toyohana lebte. Interessant. Gut. Dann auf zum Gebirgspass. So, Wiesel. How did you get here? Mit einem Boot. Musst du das wirklich fragen? What do you mean? This mountain pass is enchanted with a spell that disorients would-be interlopers. Only those who know about the pass already are able to reach this place. And the one armed with that knowledge is none other than me. It's been some time, Ashigumo. What a surprise. If it isn't Takaribi's blade familiar. We mistakenly crossed blades with you earlier, but we have no quarrel with you. Stay your hand. This is my master, Lord Takaribi's daughter, Princess Sakuna. Owing to unfortunate circumstances, we are impelled to take up residence on this isle. Is the house still here? Yes, I'm still taking care of it. So you're acquainted? You should have said! I seem to recall you rushing ahead without heeding me once again. We can talk at length later. Right. If we don't go fetch the others, they'll never find this place. I'm delighted that you figured that out. You know, sometimes I wonder if you're mocking me. Ja, das sieht doch nett aus. Ein nettes kleines Feld, um ein paar Sachen anzubauen. Slightly damaged, but in surprisingly good condition. This is strong wood. The house is still habitable. You are called Ashigumo, correct? Why would you protect my mother's house with all these demons swarming around? I owe your father a great debt. The evil god Omizuchi, who your parents battled here, also threatened the Ashigumo tribe. Your father, Lord Takaribi, gave them strength and wisdom, and they triumphed over Omizuchi together. Huh. So that's why. Quite the honor, I dare say. It's all right, you're here. It's okay. Inside. Hey! Where do you get off gambling through my house before I so much as set foot in it? You've toiled long and hard, that I can see. Would you allow us to use this house? You have none other than Takaribi's daughter at your side. I cannot refuse. This must be fate. Let us aid one another. Tja, und so beginnt unser neues Inselleben. Warte mal, Wetter 15 Grad. We are settled. You all can do whatever you want from now on. I shall convalesce until such a time that I am prepared to carry out the solemn duty bequeathed unto me by Lady Kamihitsuki. Whatever we want? Like what? Princess, this is no time for a royal nap. There may be a storehouse here, but its reserves are drained. If you sleep your days away, as you did in the capital, you will starve ere summer comes. And as long as the demons rule this island, foraging is too great a burden for the humans alone. Your divinity dictates that you must be the one to act, my princess. Na, wie gut, dass wir ja schon ein paar Karottensamen gefunden haben. Die können wir ja auf diesem nicht auf diesem Pflanz, sondern auf diesem Feld ja auch anbauen. You're telling me to go out and hunt? Natürlich! Wir haben auch schon Pilze! Fulfilling your duty means strengthening your foothold here, day by day. Moreover, you and this land share a deep connection. There is no better place for you to begin your journey. If not,
want a royal nap. Couldn't I at least royally procrastinate until tomorrow? Goddess, should we plant something in this field? Ja, Karotten! That is a splendid idea. But first we must find some seeds. I have some rice husks right here. Und ich hab Karottensamen. My word. How terribly convenient. Why would you walk around with such a thing? Are you not a samurai? I was born into a family of warriors, but my focus is on field work, not the sword. I have kept these husks with me ever since I left home and stooped to becoming a bandit. Wouldn't millet be easier to start off with? No, rice might prove to be just the ticket. My princess has inherited abilities from both Takaribi, the warrior god, and Toyohana, the harvest goddess. As such, her powers are greatly affected by the five grains, and particularly by rice. We plant rice. Sakuna grows strong, yes? Indeed. It will become easier to drive the demons back. By growing rice, we can fill our bellies and reduce the demon population in one stroke. Two birds with one stone, as it were. Then it shall be so. Lady Sakuna will go hunt, we'll stay here and plant the rice. Und die Karotten! We've got to help too. No work, no food, I guess. I will help too. Yee-hi! Oh wait, I haven't had a say in this. Tauemon, I expect great things from you. Give it your all out there in the fields. Your trust will not go misplaced. Ja, schön für euch, aber ich will auch noch Karottensamen anpflanzen. Tja, aber wie soll ich es jetzt nun eine Insel erkunden, über die ich rein gar nichts weiß? Ah, perfekt, ich sollte ihn mal fragen. Ashigumo? Ist hier irgendwo ein guter Platz zum Jagen? Hey. Ja, hier gibt es eine kleine Höhle in der Nähe. Die Dämonen, die dort leben, sind schwach. Du wirst dort sicherlich viel Glück dabei haben, Essen zu finden. Na, wenn du meinst. Okay. I will tend to the rice until it begins to sprout. Oho. Tja, Glück für uns. Ich habe ein paar Werkzeuge im Lager gefunden. Ja, wir müssen uns wirklich bei Lady Sakunas Mutter bedanken. Okay, ich will aber jetzt endlich... Oh, ich will endlich Reis anbauen. Warte mal, wie können wir checken? Okay, wir haben erst noch was anderes hier gefunden. Aha, haben wir jetzt hier ein paar Schlangen gefunden? Ein paar Kräuter... Ein paar Frösche. Noch eine weitere Schlange. Aber ich würde doch jetzt endlich mal lieber liebend gern meine Karotten endlich mal anpflanzen. Okay, wer ist das da unten? Ist das die Ashigumo wieder? Na, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Oh, wir können sogar hier runterfallen. Und während wir sagt nun nicht kämpfen, kann der sagst auch 3D-mäßig hier agieren. Aber wir haben immer noch keine Möglichkeit zu rennen. Naja, wird eigentlich auch für unsere Göttin hier ein bisschen zu anstrengend sein. Aber wie es wie dem auch sei. Ja. Talman? Ich will sagt mal sehen, dass ich... Warte mal, wieso können wir eigentlich selbst nichts anpflanzen? Wieso dürfen wir selbst jetzt hier nichts anpflanzen? Naja, da ist ja auch nichts zu tun.
Hier haben wir bloß eine Spinne gefangen. Tja, noch eine weitere Spinne gefangen. Aber wir scheinen beim besten Willen noch keine Funktion gefunden zu haben, mit der wir was anpflanzen können. Und warte mal. Haben wir jetzt wirklich nicht... Warte mal. Equipment. Okay, wir haben ja gesagt, eine normale Sichel. Eine Hacke. Etwas zu essen. Okay, jetzt haben wir sogar noch eine etwas neuere Technik erlernt. Wir haben doch aber jetzt hier Karottensamen doch gefunden. Aber trotzdem dürfen wir noch nichts anpflanzen. Na gut, dann werde ich mich jetzt doch erstmal um meine bisherige Story mal kümmern. Brauchst du was von mir? Nö. Okay, dann kümmern wir uns wirklich erstmal darum, ein bisschen zu jagen. Okay, hier haben wir erstmal bloß eine Trainingshalle gefunden. Was ist denn, sagt diese Höhle? Yes. Vor langer Zeit, dein Vater, Lord Takeribi, hat er seit die Höhle, naja, erschlossen. Oder besser gegraben für seine geliebte Lady Toyohana. Naja, ein Trainingsraum. In Wahrheit, die Höhle ist Naja, wir können also auch trotzdem mal kurz mal gucken. Was ist denn jetzt hier? Irgendwelche Scrolls? Ach so, ein paar Schriftrollen. Ihr Vater hat dir also geschrieben: Die Kunst des Kampfes. Und er sagt, Lady Toyohana hat er sagt, Schriftrollen für die Kunst des Farmens geschrieben. Ah ja, das sind er sagt, die Sachen, die sie den Ashigumo-Stamm erlernten. Okay. Gut, gut, gut. Diese kleine Trainingshalle war doch zu etwas von Nutzen. Abgesehen davon, dass ich jetzt erstmal hier raus will. Na gut, dann müssen wir jetzt aber wirklich erstmal wieder Ashigumo finden, sodass wir jetzt unsere weitere Mission erledigen können. Wir müssen ein bisschen auf die Jagd gehen. Und natürlich hoffen, dass wir auch was finden können. Und dass die anderen dann sowieso erstmal auch ein bisschen Reis anbauen. Ich frage mich aber jetzt wirklich, ob es keine Schnellreisefunktion gäbe. Ja, anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum in die zylindrische Höhle hin. Mal sehen, was wir jetzt hier jagen können. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Weizen gefunden. Dann ist da wieder eine weitere Schriftrolle. Ein bisschen Gestein haben wir auch gefunden. Nein, ein bisschen Lehm haben wir gefunden. Gut, wieder mal ein bisschen Weizen.
Tja, sieht doch jetzt. Ah, jetzt dreh dich mal wieder um. Okay, ein bisschen Heilung wäre jetzt auch nicht mal wieder schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, die dämonischen Vögel wurden auch alle bezwungen. Ja, war das alles? Ich habe mir noch nicht was gebrochen. Naja. Vielleicht verstecken sie noch etwas hier. Warum ruhen wir uns hier ein bisschen aus, sprechen einen Zauber aus und kommen später wieder her? Naja, ich habe auf jeden Fall ein paar Zutaten gefunden, die exzellent aussehen. Also sollten wir jetzt erstmal wirklich zurückkehren. Was war das jetzt? Oh. Sieh mal einer an. Wir können also wirklich später mal zurückkehren hier. Aber jetzt haben wir sowieso auch erstmal wieder ein bisschen Lehm gefunden. Gut, dann... Und jetzt wirklich erstmal wieder zurück zur Weltkarte. Wer hätte eigentlich gedacht, dass das Ganze jetzt so schnell geht? Und wieso regnet's jetzt? Welcome back, Goddess. Did something happen? Personally, I'm exhausted, but go see the old camera. He's by the shed. I have a bad feeling about this. My intuition is always right. Toll. Ist der Reis vielleicht jetzt nicht gerade sehr gut am Gedeihen? Oder was ist jetzt hier los? Warte mal, was ist jetzt hier wieder? Schon wieder ein Frosch. You're trying to make us starve to death, you big doofus! Kinta, getting angry is bad. Everyone makes mistakes. I'm so sorry. I'm so ticked off! You're making quite a fuss. What in the world happened? This dingus lost all the seeds in the water! What? Does that mean we cannot grow rice? All that's left is this small handful. The rest is... Apparently, he's only ever watched farmers and hasn't ever done a lick of farming himself! Wir haben doch noch Karottensamen. Wieso lässt sie uns nicht mal was anpflanzen? This chump is dead weight! I thought you said we could trust you. How do you plan to fix this? It pains me to say so, but in truth, I lack not only the skill to fight, but any sort of manual skill at all. I adore farm work, yet I am inept at it. I only got in the way of the farmers. I assumed I was the only one here who knew anything about planting rice, so I was inspired to succeed for once, but... Oh, I brought dishonor upon myself. To make amends, I shall slice open my belly and... That is quite unnecessary. Stop! Stop right there! If you're gonna die, do it someplace where we don't have to watch you bleed out! Oh. No one wishes for you to die. We were merely asking what we're going to do for food. Having one less mouth to feed certainly can't hurt, though. He eats enough for five people. I mean, how greedy can you get? Stop, Ermin. Why do you hurt Taweman? Taweman is nice. He only made mistake. I am not Yanato person, but I understand that is not right way to act. Okay, okay. I cannot argue after being scolded by a person who is not of this land. Your name's Mirte, then? For your sake, we shall make peace. This evening,
We shall all feast on the meat I gathered and turn in early. That goes for you as well, Shorty. Oh! What is it this time? I am good cook. Today I will make meal from my country. It will be so good. Oh, okay. A dish from your country, you say? I do not know where you hail from, but I'll look forward to it nonetheless. I shall give this meat to you then. Cook us up something good. Okay, I will try hard. Tja, so viel dazu. Wir haben erst bloß ein bisschen was zu essen gefangen. Aber bisher haben wir noch kein Reis angebaut. Oh, auf Schubeling. Ich bin eigentlich mal gespannt, ob die... Okay, die Teller werden schon mal leer. It was good. Ja, aber der Magen ist nicht gerade sehr gefüllt. Lady Sakuna, the leftover seeds have managed to sprout. It's finally time to plant them, but... Have you got a handle on it this time? I tend to get a bit carried away and end up crushing the seedlings and destroying the footpaths. That sounds like quite the mess. I think that goes beyond merely being inept. Hey, Tama, what are you looking at? You're not thinking of putting me to work again, are you? Just consider how ridiculous it would be for a harvest goddess to plant the very rice she receives as an offering. No, it's not strange in the least. Our country's harvest goddess is abundantly energetic. Your mother, Lady Toyohana, worked the fields every year, as does the preeminent goddess, Lady Kamuhitsuki. Are you serious? Even the noble Lady Kamuhitsuki mucks about in rice paddies? Surely you jest. Be that as it may, we cannot entrust our continued livelihood to the children of men. Most are but women and children, after all. Do not worry. I'm sure you will excel. You are none other than Lady Toyohana's descendant, after all. I am confident in my knowledge of the process, at least. I'll teach you how to do it. Don't act all high and mighty after what you did yesterday. Gut, jetzt können wir also endlich mal was pflanzen. Also starten wir das Pflanzen. Warte mal, was machen wir denn jetzt hier? Also wir müssen erstmal auch ein paar Samen nehmen. Also ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier richtig machen. Aber versuchen wir mal erstmal unser Bestes. Ja, versuchen wir jetzt erstmal unser Bestes. Wir sind ja, sag jetzt, ja sowieso noch nie auf einer Reisfarm gewesen. Sakuna hat bis jetzt sowieso noch nie Reis angepflanzt. Okay, gleich sind wir fertig. It's done. Gut, das Pflanzen ist abgeschlossen. Endlich fertig. Das war wirklich eine harte Arbeit, die ganzen Samen auszusehen. Das hätte mich fast umgebracht. Nein, du hast einen guten Job gemacht.
Ich kann wahrlich nicht glauben, dass das erste Mal war. Tja, und ich kann es wirklich nicht glauben, dass du wirklich keinerlei Erfahrung in diesen Dingen hast. So, was soll ich denn jetzt als nächstes tun? Yes. Naja, während des Sommers. Du musst, sag, über den Reis aufpassen. Und natürlich darauf achten, dass du, sag, kein Unkraut in der Nähe der Setzlinge sind. Außerdem müssen die auch gut bewässert werden. Und, ja, damit die Vitalitätsrate des Reises sehr gut ist und wachsen kann. Ja, und weitere Sachen erkläre ich mal später. Als erstes müssen wir das Unkraut jäten. Tja, ich würde es mal dir überlassen. So. Jetzt ist dir, sag, frei zu jagen oder Reis zu pflanzen, wie es dir gefällt. Okay. Überprüfe deinen Story-Fortschritt unter Quest im Pausemenü. Okay, wir haben aber am besten jetzt keinen neuen Reis. Wir haben höchstens hier ein paar neue Missionen. Jetzt fängt es hier auch wieder an. Warte mal, check. Es sieht also jetzt noch nicht so gut aus. Der Reis ist, wie es aussieht, noch in Ordnung. Wunderbar. Es war alles ein bisschen matschig. Warte mal, können wir jetzt nicht hier... Was sind mit meinen Karottensamen? Ja, was zum Henker ist jetzt eigentlich mit meinen Karottensamen? Darf ich die einfach nicht anpflanzen? Naja, und bewässern müssen wir das Ganze jetzt eigentlich ja auch nicht. Weil es ja jetzt regnet. Gut, dann würde ich mal sagen, ist unser Farmerleben als Göttin Sakuna ziemlich gut gestartet. Und damit würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir uns mal wieder auf eine Jagd begeben werden, um für unsere Gruppe hier, ja, wieder mal ein bisschen Essen zu besorgen. Außerdem fragen wir mal den kleinen Knipser, Shorty, was denn jetzt hier so los ist, was ihn so bedrückt, weil ein Ausrufezeichen bedeutet meistens sowieso immer, dass irgendwas gleich los ist. Aber wir wollen erst hier auch nochmal kurz im Pausemenü gucken. Hauptquest. Durchsucht das Areal. Und erhöhe dein Abenteuer-Erkundungslevel. Dann müssen wir natürlich auch noch das... Ja, wir müssen natürlich auch noch abwarten, bis der Reis gewachsen ist. Okay, liebe Leute von heute. Dann sage ich jetzt wirklich erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal und warte mal. Ah ja, wir können ja auch nochmal speichern. Gut, dann sage ich jetzt wirklich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao im Regen. Mal sehen, was denn im nächsten Part so alles geben wird. Ah, warte mal, hier haben wir jetzt auch noch was. Einen weiteren Frosch. Und damit sage ich jetzt mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.